Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. »Da. Sie schläft.« »Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt.« »Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen.« »Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch?« »Ja, ich kann mich erinnern.« »Du bist einfach paranoid.« »Ich... vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig.« »Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mach uns Essen.« »Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja.« »Hast du was gesagt?« »Nichts. Ich bring sie ins Bett.« Und damit herzlich willkommen zu Resident Evil Village. Ja, ich habe ja vor kurzem die Umfrage gestartet auf meinem YouTube-Kanal, was ich als nächstes Let's Playen soll. Und ihr habt gewählt, auch wenn nicht besonders viel Stimmen waren. Aber ich halte das, was ich schreibe, und fange hier jetzt dann also endlich Resident Evil Village an. Auch wenn es mir jetzt ehrlich gesagt schon tierisch auf die Nerven geht. Ohne. Unser Musikgeschmack hat sich eindeutig gebessert. Meiner das ja, aber deiner? Glaube ich nicht. So, ich habe ja zu jedem anderen schon gesagt, dass ich dieses Spiel bereits schon durchgespielt habe und genau weiß, was da so auf mich zukommt. Und genau das ist das Problem, Jungs. Ich werde versuchen, mich möglichst zurückzuhalten, was dieses Spiel angeht.
weil ich der Meinung bin, dass dieses Spiel für Resident Evil Verhältnisse... Wenn es wärmer wird, können wir raus spazieren. Schön für dich. Was dieses Spiel angeht, wie gesagt, werde ich mich versuchen zurückzuhalten, weil ich der Meinung bin, dass das mit Abstand das Schlechteste von Resident Evil ist, weil teilweise Zeug kommt, wo mit Resident Evil eigentlich im Prinzip überhaupt nichts mehr zu tun hat. Nichts für dich. Und das ist das Problem an der Sache. Also wie gesagt, ich werde versuchen, mich zurückzuhalten. Der Spielspaß an sich ist echt nicht schlecht. Also, aber wie gesagt, es hat im Prinzip überhaupt nichts mehr mit Resident Evil zu tun. Also, das ist das Schlimme an der Sache. Was da, meine Kleine? Aber wie gesagt, wir fangen jetzt an. Hier dieses Spiel zu Let's Playen. Und da wären wir, Süße. Ich hoffe, ihr habt alle also, Spaß dabei. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. So, Kind schläft. Die Alt kocht. Und ich mach mich auf den Weg nach unten. So, was schläft gibt's denn Leckeres? Ja, sie schläft wie ein Baby. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume. Ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose... Jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Voll abgeschlossen, die Alte! Chris! Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Ja, warum werden wir alles noch erfahren? Im Laufe des Spiels. Los, Bewegung! Schnauze, du Punk! Sauber! Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Objekt gesichert! Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los! Rose! Schaff den hier raus! Bin ich da? Telefon. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann.
Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mir. Mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Weiber. Tja. Ich lasse übrigens alle Dinger durchlaufen. Also ich überspringe da nichts, ne? Also nicht, dass der irgendwie was verpasst tut oder das. Oder sonst irgendwas in der Art. Wir brauchen Zeit. Wie ist Ihr Status? Ist das Objekt gesichert? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Vorhanden. Scheiße, was ist passiert? Du bist am Arsch der Welt und hattest einen kleinen, dezenten Unfall. Aber egal. So, Missionsziele. Ziele eliminieren, Leiche sicherstellen, Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zum Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Da hast du Pech gehabt. Ist da noch irgendwas Lustiges? Nein. Also ab in die Scheißkälte. So, ich muss erst einmal wieder gucken, wo zum Geier ich überhaupt hin muss. Ich weiß bloß eins, wir müssen irgendwie durch den Wald. Irgendwas war da. Der schnellste ist er nicht. So, also ich spiele das natürlich auf Standard. Spiele ich das jetzt durch. Das letzte Mal, wo ich das durchgespielt habe, habe ich es auf einfach gespielt. Also mache ich mir es jetzt dementsprechend ein bisschen schwerer. Ich hoffe, ich weiß noch alles, was da damals war. C war das, ne? Ja, genau. Ah, oh, Hammer sind geschnitten. Armes Kerlchen. Sag mal, bin ich hier überhaupt richtig? Ey, keine Ahnung, ey, man sieht hier keinen Schlag, also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier überhaupt richtig bin. Kaputte Vogel. Noch einer. Oh, ihr Leid. Kannst du mir die Fresse halten, verdammt, ich misst dich. Irgendjemand hat hier was gegen Raben. Eine Blutspur. Cool. Hey.
Oh, ihr Leid. Schon angekommen hier im Dorf. Das nee, geht nicht. Moin allerseits, jemand zu Hause? Ich wollte ja noch dazu sagen, ich weiß noch nicht einmal, ob ich überhaupt irgendwelche Knarren habe oder sonst irgendwas, weil ich das ja praktisch jetzt schon das zweite Mal durchspiele. Ist einmal gar nichts. Tablette, Nasenspray. Das sieht ja richtig einladend aus hier neben. Schon wieder. Da ist aber gar nichts. Männer. Toll. Boah, Alter, musst du mich so erschrecken? Sauhammel. Von der Ratte, Maus oder was auch immer das war. Also irgendwie. Da muss doch gerade ein Bus durchgefahren oder was? Scheiße, Mann. Also die Grafik, da muss ich schon echt sagen, also die Grafik ist der Hammer, also wirklich wahnsinnig geil. Bus reingefahren. Ja, und jetzt? Da hinten. Achso, das war das, wo ich gerade nachgeguckt habe. Ist schon seltsam, dass es jetzt auf einmal urplötzlich hell ist. Naja. Ich glaube, da müssen wir weiter. Ne? Doch jetzt normalerweise in dieses Dorf kommen. Wo zum Teufel bin ich? Am
Arsch der Welt. Ich muss da runter, ne? Ja. Also wie gesagt, das war schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, also... Tote Gaul. Du arme Sau. Sieht aus, als wenn der irgendwie total zerfetzt worden wäre. Alter. Kann ich da rein? Mal kurz gucken, was da drüben in der anderen Tür ist. Ah, ich habe also alle Knarren, das ist in Ordnung. Ich glaube, das wäre... Vielleicht sind sie unterwegs. Ich hätte ja mal gesagt, da ist immer gar nichts, ne? Fällt mir sowieso was dazu. Dich. Was ist das denn? Überlege die Köpfe. Da komme ich nicht rein. Fängt wahrscheinlich einen Schlüssel, ne? Ja. Klar. Oh, ihr Männer. Sind sie einfach weggelaufen? Was der Geier, was da drin rumschwimmt. Ah!
Nicht schießen! Allah! Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Nehmen Sie die! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Hey! Der ist fort. Oh, shit! Eine Leiche? Eine? Mist. Noch mehr. So, ja, Bube. Ich würde sagen, bevor wir hier jetzt dann weitermachen durch dieses Leichenviertel hier unten im Keller, würde ich sagen, machen wir erstmal einen Cut. Nein, der erste Cut für heute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Ich zähle auf euch. Das war also jetzt zumindest mal der erste Teil von Resident Evil Village. Es wird lustig, versprochen. Und nochmals, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sag tschö mit Ö, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.